Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten ein stetiger, nie endender Prozess weltweit an der Beantwortung der vier großen Fragen des Aufklärers Immanuel Kant. Ich habe mir mal die Freiheit herausgenommen, dabei das Ich durch ein Wir zu ersetzen. Was können wir wissen? Was können wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und was ist der Mensch? Zur Vermehrung des Wissens und Verstehens der Welt und von uns selbst. Und diese oft sehr anstrengende, grenzenverschiebende Arbeit sollte geschehen im Dienst von uns allen, im Dienst der Gesellschaften, im Dienst aller Menschen. Dafür ist die individuelle Freiheit der wissenschaftlich Tätigen unabdingbar im Denken und Handeln und im Erkennen und Wollen. Und dazu gehört auch die Freiheit der Kommunikation, denn Wissenschaft ist Kommunikation. Einerseits innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaften und andererseits zwischen diesen Gemeinschaften und den Gesellschaften auf dieser Welt. Dieser Freiheit und der Kommunikation sind jüngst Feinde und Bedrohungen erwachsen. In der Türkei sitzen Hochschullehrer im Gefängnis. In den USA soll die Wissenschaft auf einmal zur Regierungsmeinung passend gemacht werden. Und in Großbritannien ist durch den Brexit die gesamte akademische Landschaft gefährdet. Denn unter den Mitgliedern der EU war die britische Wissenschaft wie keine andere abhängig von Fördermitteln aus Brüssel. Und das ist längst nicht alles. In vielen anderen Ländern der Welt gibt es ebenfalls Bedrohungen und Gängelungen für wissenschaftlich Tätige, für die Wissenschaftsfreiheit insgesamt. Und das zu einer Zeit, wo sich Probleme global zu Bergen aufgetürmt haben, wo wir zur Bewältigung vielleicht auf nichts so sehr angewiesen sein werden wie auf unsere wissenschaftliche Rationalität. So diagnostiziert der Soziologe Hans-Jürgen Krismanski am Rande in einem Werk zur Kritik der globalen Vermögensverteilung einen Wandel unseres Weltbildes, der, so sagt er, die Ausmaße der kopernikanischen Wende erreiche. Mit dem Apollo-17-Foto des blauen Planeten aus dem Jahr 1972 sei im kollektiven Bewusstsein ein anderes Bild von Globalität entstanden, sagt er. Und für den Blick ins Universum, den das Hubble-Teleskop eröffnet habe, bemerkt der Soziologe, dass er noch kaum verarbeitet sei. Er spricht hier generell einer Überforderung durch die Maschine an, hier in diesem Fall die Maschine Weltraumteleskop, die die Reichweite unserer optischen Wahrnehmung quasi ins Unendliche ausgedehnt hat. Das führt zunächst zu einer mentalen Schockstarre, zum Schreck einer Einsamkeit kosmischen Ausmaßes, regt aber auf der anderen Seite auch positiv unsere Fantasie an. Als Ausweg, als Weiterentwicklung, gewissermaßen als Update der Aufklärung, gelangt der in England geborene US-Philosoph Stephen Toulmin zu dem Schluss, dass es einer neuen Humanisierung der Moderne bedarf. Die gegenwärtige Aufgabe bestehe darin, Wege zu finden, die von der herkömmlichen Auffassung der Moderne, die die exakten Naturwissenschaften, die scheinbar exakten und die Geisteswissenschaften voneinander trennt, zu einer gewandelten Auffassung führen, die Philosophie und Wissenschaft befreit, indem sie wieder mit der humanistischen Hälfte der Moderne in Verbindung gesetzt wird. Die Zukunft, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ist unbestimmt, aber sie ist voller Herausforderungen und Chancen. Schützen wir unsere Wissenschaft, entwickeln wir sie weiter, gemeinsam und demokratisch. Der Landtag kann mit diesem Antrag ein deutliches Signal setzen. Bitte stimmen Sie zu. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Paul. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich muss hier noch mal das Wort ergreifen, weil es offensichtlich eine völlige Verkennung der Tatsachen gegeben hat. Ich selber habe um die 90er Jahre herum in EU-geforderten Forschungsprojekten gearbeitet, im IT-Bereich. Und da schließt man auch Freundschaften. Und mir persönlich, Frau Freimuth, reicht es zur Genugtuung, dass meine Freunde Charles Taylor, Alistair Sutherland und Bob Henry vom Turing Institute in Glasgow mir für diesen Antrag persönlich Danke sagen werden. Und wenn man den Brexit als schlechtes Momentum für die Wissenschaft erwähnt, mit anderen Dingen, die auf der Welt passieren, dann ist das zunächst mal eine Aufzählung von unterschiedlichen Dingen und keine Gleichmacherei. Was für eine Logik ist das denn überhaupt? Das ist unglaublich. Danke. Danke, Herr Kollege Paul.